Hallihallo, liebe Leute. Es ist Sonntagabend. Es ist wieder Kriegszeit. Zeit für alle Pazifisten, alle Angriffsverweigerer, alle friedliebende Menschen jetzt abzuschalten. Der Krieg geht noch eine Stunde 19. Es steht aktuell 5587 zu 6172. Wir haben noch 8 Angriffe. 6 davon gehören mir, 2 gehören SCA und 0 Angriffe auf der Gegenseite. Das bedeutet, wir haben jetzt 8 Flaggen, um, sagen wir mal, knapp 600 Punkte zu machen. 600 Punkte müssen wir machen. Der Schnitt ist 73,1 Punkte pro Angriff. Okay, es ist Kriegsausgleich. Und wir versuchen jetzt mal zu schauen. Was wir hier so ausrichten können. Hier ist viel DPS drin. Dann legen wir mal los. Verzeiht, wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Ich versuche mich hier hart zu konzentrieren. Jeder Punkt ist wichtig. Und es geht schon wieder gut los. Na, mal gucken. Das sieht sehr gut aus. Nice. Okay, es fing bedingt gut an und ging dann sehr gut weiter. Das ist auf jeden Fall ein Sieg für uns, komme was wolle. So. Dann werden wir mal gucken. Wir werden hier Kirill mit reinnehmen, um dann hier noch zu versuchen, noch einen Damage-Dealer zu platzieren. Denke, eine Mariana könnte da ganz gut passen. Oh, mega grün, ey. Blau, 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 ey. Blüht der Enzian. Und grün vor allen Dingen. Viel grün. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Das reicht noch nicht. Das habe ich eigentlich gar nicht geklickt. Aber das ist nicht schlimm. Und ich muss aufpassen, ich muss mehr auf den Kriegsausgleich achten. Das habe ich eben nicht gemacht. So. Und ab dieser Stelle müssen wir uns jetzt die Teams auch mal vernünftig angucken, denn wir haben das Problem, dass nachher nur noch vier Sechser übrig sind. Es geht nämlich jetzt schon los. Vom roten Team her, weißt du. Na, wir klicken uns jetzt mal weiter. Bisschen ambivalent. Versuchen wir es mal anders. Entschuldigung, ich bin noch immer etwas erkältet, aber ich bin quasi fast mit durch. Das natürlich gegen die Herrin vom See fatal, so ein miserables Board zu haben. Weil sie natürlich dadurch bedingt auslösen wird und uns mit diesem nervigen Scheiß für Zeit das Wort Minions vollknallen wird. Aber es ist eben so, wie es ist. Ich hasse diese riskanten Züge, wir müssen sie machen. Es geht um alles. Wir müssen hier so viel Schaden reinknallen, wie es geht. So viel platt machen, wie es geht, damit SCA wenigstens die Chance hat, hier noch ein bisschen was zu machen. Na, selbstredend. Das läuft ja grandios. Schön. Da sind wir bei 0 Punkten. Das ist natürlich richtig gut. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst und es ist wieder richtig gut. Tja. Das werden wir. Etwas anders machen. Ja, können wir nichts machen. Das ist halt die Herrin, ne? Aber nicht mal die Herrin, es kommt einfach kein Board. Da kann man nichts machen, Männer. Und Ladies.
Haben wir leider nicht mal für SCA irgendwas schlagen können. Denn da geht es auch nicht darum, bei 5 Punkten zu fliehen, sondern es geht einfach darum, logisch betrachtet, so viele Punkte, also so viel Schaden anzurichten, wie es geht, ne? Mal abwarten. Kleiner Ausreißer war dabei, aber aktuell sieht das ganz gut aus. Ich kann euch auch sagen, wir gehen hier keine Spielchen ein. Wir müssen hier so viele Punkte machen, wie geht. Schon schlimm genug, dass es eben 0 waren, aber hey, vielleicht ist da noch was zu machen. So, Fakt ist, das können wir natürlich auf keinen Fall mehr verlieren. Das steht mal fest. Es ist nur noch Vivica. Die soll sich bitte so aufteilen, wie sie will. Schießen in Ruhe alle unsere Specials voll. Und dann sind wir damit auch durch. Gelbes Team. Immer und immer wieder zuverlässig. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Damage. Haben wir hier noch Damage? Do we have Damage over here? Zuckerbleert. Na, mal gucken. Ja, ist natürlich nicht so schön. Aber das sieht aktuell ganz gut aus. Ich glaube, dieses Team werde ich auch in Zukunft so fahren. Das gefällt mir ganz gut. Ist genug Heilung bei. Ist guter Damage bei.
Das reicht nicht. Oder? Doch. Ja, schön. Okay. Zeigt sich wieder, wie wichtig jeder Angriff ist, ne? Die 0 Punkte sind natürlich im Zweifel fatal. Da hätten wir jetzt die Führung haben können. Jetzt müssen wir noch irgendwas angreifen, was SCA schießen kann. Vorzugsweise was, was nicht heilt. Hier haben wir Heilung, also bleibt eigentlich nur noch ein Gegner übrig. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir überhaupt noch übrig haben. Wir haben Grün übrig. Und zwar ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Wenn jetzt das Board einigermaßen stimmt, haben wir hier eine Chance. Das sieht ganz gut aus. Schade. Na gut. Jetzt wird's knapp. Das sollte reichen für SCA, um hier nochmal vorzupreschen. Ah, ich hätte einen Stein noch gebraucht. So, der hat noch 56 Punkte. 56 Punkte heißt, es ist genau unentschieden. Ja, wir sind mit durch. Jetzt liegt es an SCA.
Lasst ein Like da, Kommentare, subscribe und habt Spaß beim Gucken.